Sie sind bunt, sie sind einzigartig und sie stehen für Freiheit und Leichtigkeit. Ich besuche heute das Zuhause von über 1000 exotischen Schmetterlingen. Sie flattern. Oh, ist das schön. Ich finde es mega cool, dass sie einfach hier rumlaufen. Den finde ich jetzt ganz schön. Der sieht aus wie Sand. Im Papilliorama im Kanton Fribourg fliegen die faszinierenden Lebewesen ein ganzes Jahr durch. Herzlich willkommen beim Top-Ausflug. Nathalie, erzähl mir doch, was du hier gerade am Machen bist. Das sieht nach etwas sehr Spannendem aus. Heute haben wir eine neue Lieferung, so Puppenlieferung. Und in diesem Labor kleben wir die Puppen. Zum Beispiel diese, es ist Puppen aus Amerika. Es gibt verschiedene Arten und wir passen die gleiche Art zusammen. Zum Beispiel einen Lateinname. Alle die Puppen, ein anderer Latiname, alle die anderen Puppen. In der Natur sie sind schon normalerweise in dieser Position, so wie das, mit Hinterleib oben und Kopf unten. Manchmal sie haben eine andere Position, aber immer hängen, aber manchmal es ist wie das. So hier eine Äste. Wie lange sind die dann jetzt in diesem Kasten, bis sie quasi schlüpfen? Die Normalzeit in einer Puppe dauert circa 2 Wochen, manchmal ein bisschen mehr. Ja. Aber hier, sie machen eine Part während der Reise und die andere Part hier. So, wir haben jeden Tag neue Schmetterlinge. Also vorne sind wir quasi auf der anderen Seite und jetzt sind wir bei den Schlupfkästen da, wo ihr es dann auch rauslöhnt. Jetzt in diesen Schlupfkästen sind ein paar schon geschlüpft. Ja. Also wir können diese Schmetterlinge mit den anderen freilassen. Also er geht jetzt zum ersten Mal raus? Das ist das erste Mal in den Garten. Noch ein E. Und da oben auch noch. Und wenn sie nicht direkt fliegen, lassen wir auf die Bäume hier, mit allen die anderen. Also es hat innen wirklich so viele Schmetterlinge, man weiß gar nicht, wo hinschauen. Es braucht auch einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit und das Ganze ein bisschen auf sich wirken lassen. Auf einmal kommt ein. Es sind wirklich viele. Also teilweise fliegen die wirklich über den Kopf in deine Nähe und teilweise also ja, auch nicht so. Aber es sind wirklich viele und ganz viele bunte. Also der, der mir da mega auffällt, den sehe ich immer wieder. Der hat ganz blaue Flügel. Also der fasziniert mich. Der ist auch relativ gross. Da ist er ja. Kommt zu mir. So, die Stadionraupe dauert circa ein guter Monat, manchmal 6 Wochen. Und sie häuten sich vielmal, Minimum 4. Und in die letzte Häutung werden sie eine Puppe.
Ja, es ist immer diese vier verschiedenen Stadien, so Ei, so Eier, Raupen, Puppen oder Kokon. Wir sprechen auch für Kokon, für die Nachtfalter. Schmetterling, sie paaren mit einem Partner und die weiblichen legen neue Eier. Und die Eier legen sie dann auf den Blättern zum Beispiel? Ja. Auch möglichst so, dass man es nicht sieht oder dann? Die Eier sind normalerweise sehr klein. Wir sehen manchmal, vielleicht es gibt ein Eier oder ein oder zwei. Das ist die Eier von die blauen Morpho, so die blauen Schmetterling. Bei uns im Garten, jetzt hier, wo wir leben, kommt der Schmetterling nur, wenn gewisse Pflanzen da sind. Ja, so die Wirtpflanze ist sehr wichtig. So, es ist für die Raupe, es ist die Nahrung für die Raupe. Und alle Art hat eine spezielle Wirtpflanze oder eine Gruppe von Wirtpflanzen. Und die Raupe fressen die Blätter. Und ob diese Pflanze nicht mehr da ist, sie können nicht mehr essen. Kommt nicht und, mehr. Ja. Und es, und der Zyklus stoppt. Ja. Ich finde es mega cool, dass sie einfach da rumlaufen. Irgendwie ist er zutraulich und gleich läuft er immer weg. Und er macht ein mega Geräusch. Sie flattern. Oh, ist es schön. Jetzt zeigst du mir noch einen weiteren Raum, ist das richtig? Ja, so, wir haben noch Jungle Trek. Für uns es ist es eine sehr wichtige Ausstellung über unsere Naturreservat Schiffstern in Belize. Was genau ist ein Papilliorama für einen Ort? Für was steht ihr? Es ist immer eine schwierige Frage, was Papilliorama genau ist, weil wir wissen es selber nicht ganz. Das Papilliorama hat eigentlich angefangen als ein Schmetterlingshaus. Und das ist in der Zeit, das ist 1988, ist es noch ein sehr neues Konzept gewesen. Mit der Zeit haben wir natürlich andere Ausstellungen dabei gesetzt, mit dem Nocturama, dem Jungle Trek. Was wir versuchen zu machen, ist, Biodiversität mal den Leuten ein bisschen näher bringen, weil man hört das Wort immer und eigentlich haben wir keine Ahnung, was das ist. Und hier kann man das spüren. Für mich ist das so wichtig, dass man Schönheit sieht. Schönheit ist, versteht man, weil es biodivers ist. Um es kürzer zu sagen, wir nehmen die Leute und die tauchen in Biodiversität, dass man das wirklich spürt. Und darüber hinaus machen die aber auch noch sehr viel Gut. Ja, genau. Also ursprünglich ist das Papilliorama von meinem Bär aufgesetzt worden. Der kommt ursprünglich vom WWF Holland. Nachher UCN, der ist ein Naturschützer gewesen, das ganze Leben. Ein Jahr nach der Papilliorama-Eröffnung haben wir gesagt, hey, wir kaufen mal ein Stück Wald. Und das war hier in Zentralamerika, in Belize. Und dieses Stück haben wir vielleicht 12 Jahre lang geschützt. Mit Beiträgen von den Besuchern von Papilliorama. Das ist noch immer so. Das ist faszinierend. Das ist 1:1 Geld, was hier gespendet wird, geht nach Belize. Und wir haben das gemacht und mit der Zeit haben wir das ein bisschen vergrößert. Und jetzt ist das 2,5-mal der Nationalpark Schweiz. Also das ist riesig geworden. Und wir schützen das. Wir haben etwa 50 Leute, die permanent patrouillieren. Und jetzt versuchen wir noch einen weiteren Korridor zu machen. Aber das ist riesig, 34 Jahre Arbeit.
die Raupen an den Blättern, die sieht man nicht auf Anhieb. Die kann man sich entweder von der Nathalie zeigen lassen oder man geht halt wirklich genau schauen und dann sieht man vielleicht einmal eine. Wenn man einmal eine entdeckt hat, dann sieht man natürlich auch weitere. Ja, hoi, du bist mir jetzt aber heute schon ein paar Mal begegnet, du. Lass mich durch. Danke. Das ist einfach cool. Diese Schmetterlinge leben nicht in natürlich in der Schweiz. Es ist wirklich tropische, zum Beispiel für diese aus Amerika, Costa Rica. Und sie leben in diesem tropischen Klima. Ja. Und in der Schweiz haben wir andere Schmetterlinge, zum Beispiel Distelfalter oder kleine Fuchs. Ja. Und sie brauchen auch eine spezielle Pflanze oder Schwalbenschwanz mit Fenchel oder Karotten. Mhm. Und wir haben andere Art, aber ihres ist tropische. Die sieht mega ähnlich aus wie der Schmetterling. Was? Und da sieht man jetzt auch zuerst das Ei. Also ich nehme jetzt mal an, das stimmt. Die Raupe, dann die Puppe und dann den Schmetterling. Ich gebe im Papilliorama 4 von 5 Punkten. Ich finde es schön, wenn man einfach kann durch die Anlage laufen und das, was um einen herum passiert, auf sich wirken lassen. Mal kommt ein Schmetterling ein bisschen näher, mal läuft ein Tier über den Weg. Es ist einfach, es ist so man lässt es so passieren und das finde ich, das hat mich sehr abgeholt. Die erste Gelegenheit, Papilliorama zu besuchen, haben sie bereits. Ich darf nämlich noch ein Ticket verlosen für ein Erwachsenes und ein Kind. Nutzen Sie diese Chance und schreiben Sie eine E-Mail an wettbewerb@zugmedien.ch mit dem Stichwort Ausflug und vielleicht sitzt Ihnen ja ein Schmetterling auf die Hand. Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob mir noch ein Schmetterling auf die Hand sitzt. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück bei Ihrem Besuch im Papilliorama. Ich wünsche auf jeden Fall schon ganz viel Spass. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Er hat mich endlich gefunden und Platz genommen. Ich traue mich nicht mehr zu bewegen. Was macht er? Tschüss!